Ich bin in Görlitz geboren, in dem östlichsten Teil Deutschlands, im Tal der Ahnungslosen, so haben wir es genannt. Ohne Westmedien, ich hatte keinen Bezug zur Politik der Bundesrepublik. Und gerade diese Arbeit mit Ludwig Erhard hat mir einen tieferen Einblick gegeben und dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe ihn monatelang studiert und habe festgestellt, dass er ein lebensbejahender, dem Menschen zugewandter Mensch war, der zu dem steht, was er sagt. Diese Persönlichkeit zu spüren in seiner Präsenz, in seinem Wissen und in seinem persönlichen Mut und in dem Glauben an sich und an das Volk, das hat mich total fasziniert. Ja, er hat das Wirtschaftswunder herbeigeführt. Nein. Es war meiner Ansicht nach gar kein Wunder, sondern es war alles wohl erdacht, gedacht und durchdacht, aber doch nicht von mir allein. Ludwig Erhard, soziale Marktwirtschaft, hat Deutschland einen ungeahnten Aufschwung gebracht. Erhard ist die Wahlkampflokomotive der CDU, wird 1949 erster Bundeswirtschaftsminister und 1963 Bundeskanzler. So wahr mir Gott helfe. Was für ein Erfolg die soziale Marktwirtschaft wird, ahnt niemand, als am Ende des Zweiten Weltkriegs Deutschland in Schutt und Asche liegt. Für den Vater der sozialen Marktwirtschaft und des deutschen Wirtschaftswunders gibt es in Fürth nun das Ludwig-Erhard-Zentrum. Bundespräsident Steinmeier und Bayerns Ministerpräsident Söder haben es 2018 eingeweiht. Ein lebendiger Lernort ist entstanden. Wir verweben hier Erhards Biografie mit Zeit- und Wirtschaftsgeschichte. Man erfährt zum Beispiel, wie schwierig es für den studierten Ökonomen Ludwig Erhard war, die soziale Marktwirtschaft politisch durchzusetzen. Er hat damit den Grundstein unseres Wohlstandes gelegt, von dem wir immer noch immens profitieren. Und das hier ist total modern aufbereitet. Man kann selber mitmachen, man kann Fragen stellen, man kann interaktiv mitmachen und man lernt etwas über eine Zeit, die, wenn man sie nicht selber miterlebt hat, wahrscheinlich doch nicht ganz leicht zu verstehen ist. Wie kam es überhaupt zur D-Mark? Wie kam es zu dem Wohlstand, von dem möglicherweise heute jüngere Generationen als Erbe auch mit profitieren? Und welchen Gesetzmäßigkeiten lag er auch zugrunde? Das Geburtshaus ist unser größtes Exponat. Im ehemaligen Textilgeschäft der Eltern von Ludwig Erhard ist unser Café Luise. Gleich daneben unser Lernsupermarkt für die Kleinsten, die hier spielerisch grundlegende wirtschaftliche Zusammenhänge lernen. Und täglich haben wir Schulklassen im Haus. Die soziale Marktwirtschaft ist das Thema. Auch bei unserer internationalen Summer School. Aus 16 Ländern in Asien, Afrika und Südamerika kamen junge Führungskräfte für eine Woche zu uns nach Fürth. Ludwig Erhard hat unser Wirtschafts-, Sozial- und Wertesystem zutiefst geprägt. 2022 feiern wir seinen 125. Geburtstag. Unser Geschenk an ihn ist der Rückkauf seines privaten Nachlasses, der vor über 30 Jahren unter spektakulären Umständen verkauft wurde. Wir haben den Nachlass aufgespürt und schließlich aus Südafrika auf verschlungenen Pfaden zurück in die Heimat gebracht. Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Globalisierung, das sind die Megatrends. In diese Themen kann man eintauchen in unserem riesigen, immersiven Zukunftsraum. Und in unserem Forschungsinstitut werden wir Erhards Konzept weiterentwickeln und von Fürth aus in die Zukunft tragen.